Wenn es um Geld sparen geht, gibt es eine goldene Regel. Hab Überblick über deine Finanzen. Und genau solche Seiten, dass du den Überblick bekommst und dabei noch Geld sparst mit tollen Tipps, das zeige ich dir heute. Willkommen zurück bei Mein Bullet Journal. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht's wie angekündigt um Geld sparen, um Finanzen und das alles im Bullet Journal. Ich habe mir mega coole Ideen ausgedacht, wie du deine Finanzen perfekt im Überblick hast. Einige Möglichkeiten dabei, wirklich Geld zu sparen. Die Seiten werden dir praktische Tipps geben, wie du dein Kaufverhalten analysierst und sogar änderst und damit eine Menge Kohle sparen kannst und wie du klug dein Geld einsetzt, wenn du es doch mal ausgeben willst. Deswegen würde ich sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Tipp. Ganz ehrlich, ein Geburtstag steht vor der Tür oder Weihnachten oder vielleicht bekommt deine beste Freundin ein Baby. Um in solchen Momenten eben perfekt vorbereitet zu sein für solche Anlässe, ist es schlau, das ganze Jahr zuzuhören und Ideen für Geschenke zu notieren. Aber wie spart man jetzt damit Geld? Ganz einfach, also man kauft eben nicht so notgedrungen irgendwas, ne? Du hast eine genaue Vorstellung, was demjenigen gefällt. Und da du eben einen Plan hast, musst du nicht ewig danach suchen, was du kaufen könntest. Und kaufst so eben auch keinen Mist. Oder gibst unnötig viel Geld aus, weil du gar nicht genau weißt, was demjenigen gefällt. Außerdem kannst du so wunderbar vorbereitet auch mal in Aktionen stöbern. Was ist denn aktuell in der Werbung? Oder vielleicht auch mal 4, 5 Wochen vorher. Bist ja vorbereitet. Um hier aber komplett gewappnet zu sein, wird dir die nächste Seite helfen. Das wird eine Jahresübersicht. Und zwar nicht irgendeine. Um eben das ganze Jahr sparsam einkaufen zu können und genau für solche Events, Geburtstage, Feiern, das alles im Blick zu haben und da perfekt reagieren zu können, kannst du dir hier jeden Monat notieren, was denn so ansteht. Ich habe das Ganze hier jetzt sogar noch erweitert mit Optionen wie anrufen, Karte schreiben oder einen Brief halt. Oder eben ein Geschenk kaufen. Diese Jahresübersicht wird dir zum einen den Überblick geben, welche Feierlichkeiten anstehen. Und so kannst du jetzt zum Beispiel auch in Kombi mit der Ideenseite perfekt deine Einkäufe haushalten. Du weißt ja, wie ich dir gerade eben schon gesagt habe, was derjenige will. Du kannst Angebote vergleichen, du kannst auf Werbeaktionen, Gutscheine warten. Hinzu kommt hier aber noch, dass du noch mal kurz drüber nachdenkst, was steht an. Und muss ich überhaupt ein Geschenk kaufen? Reicht vielleicht ein Anruf oder eine Karte? Denn kein Geschenk kaufen ist sogar noch mehr Geld gespart. So kannst du eben übermäßige Ausgaben vermeiden. Du hast ganz sicher auch Wünsche. Manche lassen sich bestimmt einfacher erfüllen, andere ein bisschen schwerer. Gerade wenn es darum geht, wenn man sich etwas kaufen möchte. Dieses Wunschglas dient hier dazu, dass du ein Ziel vor Augen hast. Und um hier einfach realistisch zu planen, mit welchen Möglichkeiten du deinen Wunsch in Erfüllung gehen lassen kannst. Es soll dich einfach motivieren zu sehen, wie nah du deinem Ziel hier Schritt für Schritt kommst. Jedes Wunschbällchen steht hier für einen weiteren Schritt, um eben den nötigen Gesamtbetrag angespart zu haben. Dafür markiere ich mir die Bällchen farblich, um hier wirklich auch visuell so einen richtigen Ansporn zu kriegen. Setz dir hier auf jeden Fall realistische Ziele. Erstmal 50 Euro, dann hat man gesamt nochmal 50, insgesamt 100 Euro gespart, bis du irgendwann dein Ziel erreicht hast, wie jetzt hier bei mir als Ziel das Objektiv, was so im Rahmen von 500 Euro liegt. Hierbei kannst du wunderbar Geld sparen, weil du dich auf Dinge konzentrierst, die du wirklich haben willst. So solltest du das auch generell mit deinen Wünschen handhaben. Diese Seite ermöglicht dir hier deine Wünsche zu notieren, um einmal festzuhalten und wirklich vor Augen zu haben, was du wirklich möchtest. Denn wenn du diese Seite hast und immer wieder darauf zurückschauen kannst, wirst du weniger andere Sachen kaufen. Du wirst wissen, nein, ich möchte aber gerne einen neuen Fernseher. Oder das neue Paar Schuhe. Dann lässt du beim Einkaufen vielleicht auch die Hände von irgendwelchen verlockenden Angeboten und so Kurzschlusskaufaktionen. Vor allen Dingen kannst du, wenn du all deine Wünsche vor Augen hast, eben auch hier, wie bei den Geschenken, Aktionen abwarten, Angebote, Gutscheine sammeln. In dieser Wochenübersicht werde ich dir jetzt gleich ein paar super Tipps zeigen, ganz bewusst mit deinen Finanzen umzugehen und somit Geld zu sparen. Einer der besten Tipps, wie ich finde, ist es, sich ein Budget für die Woche festzulegen. Ein fester Betrag, der mir eben für die eine Woche reichen soll. Hier sind nicht die Fixkosten gemeint, die einfach im Dauerauftrag vom Konto abgehen, sondern eher so ein Haushaltsgeld.
Damit du damit noch besser zurechtkommst, splitte ich jetzt das Budget nochmal auf. Hier in Einkauf, Sparen, in Hobby und für Spontanes. Welche Bereiche du hier festlegst, bestimmst natürlich du. Schau einfach, was da am besten zu dir passt. Die Felder habe ich auch in zwei Partien aufgeteilt. Oben eben die festen Beträge, die mir zur Verfügung stehen. Das Feld unten drunter dient mir jetzt dazu zu notieren, was ich wirklich ausgegeben habe. Denn den Rest, den ich nicht ausgegeben habe, den nehme ich mit in die nächste Woche und habe sozusagen ein Guthaben. Bei mir wäre jetzt Hobby Stifte kaufen oder bei Spontanes mal einen Kaffee trinken gehen oder Essen bestellen. Ich habe bei meinem Beispiel jetzt einfach mal 200 Euro genommen und die eben mit 150 für den Einkauf aufgeteilt, mit 20 Euro fürs Sparen, mit 10 für Hobby und mit 10 für Spontanes. Ja, hier fehlen noch 10 Euro, aber da könnte man jetzt zum Beispiel noch ein Feld ergänzen oder die 10 Euro jetzt irgendwo im Budget noch mit verteilen. Ich behalte mir die jetzt einfach mal als Puffer so im Hintergrund. Ein Budgetplan zu haben ist das eine, ihn auszufüllen zu können das andere. Deswegen ist dieser Part auf der Seite sehr wichtig. Hier notiere ich meine Ausgaben in der aktuellen Woche. Am Ende einer jeden Woche wirst du durch dieses Auflisten einfach auf einen Blick sehen, wie viel Geld du ausgegeben hast. Und natürlich kannst du so auch überprüfen, ob du in deinem Budgetplan geblieben bist und dir die Guthaben notieren oder vielleicht einfach deinen Budgetplan nochmal so ein bisschen optimieren. Und schaffst so Rahmenbedingungen, mit denen du Ausgaben bewusster wahrnimmst. Und je bewusster du Geld ausgeben wirst, desto sparsamer wirst du auf jeden Fall mit Geld umgehen. Den Gesamtbetrag deiner Ausgabenliste brauchen wir jetzt. Zu wissen, was monatlich an Zahlungen so ansteht, welche Fixkosten du hast und das aufzuschreiben, ist ein wesentlicher Punkt beim Sparen. Nur wer weiß, was er einnimmt und ausgibt, der hat auch die Möglichkeit, wirklich Geld zur Seite zu legen. Diese Seite hier ist genau dafür gedacht. Halte hier deine Fixkosten wie Miete, Nebenkosten, Versicherung, Abos, all sowas fest. Notiere eben die Beträge und dann siehst du in der Gesamtsumme schon mal, was auf jeden Fall jeden Monat vom Konto abgeht. Ist die Versicherung vielleicht zu teuer? Vielleicht sollte man über neue Konditionen verhandeln. Brauchst du das Abo wirklich oder kannst du es vielleicht kündigen? Oder lohnt es sich, sich vielleicht mal wo ganz anders umzuschauen und vielleicht für Neukunden eine viel bessere Preisklasse zu kriegen? Mit dieser Seite entgeht dir einfach nichts mehr und du wirst automatisch regelmäßig deine Ausgaben überprüfen und halt auch hinterfragen. Und das spart wahres Geld. Im nächsten Punkt kommen wir zur Ausgabenliste, in der die Woche nochmal notiert wird. Hier notierst du den Gesamtbetrag, den du ja schon in der Wochenübersicht festgehalten hast. So kannst du am Ende des Monats wirklich ganz klar sehen, was ist denn an Geld weggegangen. Für ein perfektes Zusammenspiel im Überblick brauchst du natürlich auch deine Einnahmen. Deswegen notiere ich hier unten einfach noch, was regelmäßig an Zahlungen reinkommt. Das Gehalt, irgendwelche Zahlungen, die eben regelmäßig erfolgen. Beim Blick auf die Seite kannst du jetzt bei allem Ausgefüllten wunderbar sehen, welche Differenz denn zwischen Ein- und Ausgaben steht. Um das jetzt einfach zu optimieren. Für was denn jetzt eine Tasche? Hier kann ich Rechnungen verstauen, Gutscheine, Rabattcodes, irgendwas, was ich einfach direkt in diese Tasche stecken kann, um mir die Dinge für den Monat an einer Stelle aufzubewahren. So kannst du es wunderbar dann zum Beispiel später am Ende des Monats in deine Buchhaltung übertragen oder eben einfach mal zur Tasche greifen, um den perfekten Gutschein oder Coupon rauszuholen, um vielleicht so beim Einkauf nochmal richtig Geld zu sparen. Übrigens kannst du ziemlich einfach dein Budget einhalten, wenn du deinen Einkauf planst. Schreibe einen Einkaufszettel, um so Spontankäufe zu verhindern und eben nur das mitzunehmen, was du auch wirklich brauchst. Das spart definitiv Geld und mit einem Washi-Tape befestigt kann man die Einkaufsliste wunderbar über die Ausgabenliste pinnen und so das Ganze mal covern, denn wenn ich es aufschlage, muss ja nicht jeder gleich hier die privatesten Dinge sehen und meine kompletten Ausgaben für den Monat in einem Blick haben.
Ich hoffe, mit diesen Seiten bekommst auch du den Überblick über deine Finanzen und hast hier tolle Tipps fürs Geldsparen gesammelt. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, was war denn hier dein Lieblingstipp und deine Lieblingsseite? Und hast du vielleicht selbst ein paar Tipps für uns? Dann ab in die Kommentare damit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Jeden Mittwoch, jeden Sonntag, 15 Uhr. Bis dahin, bleib organisiert. Ich bleib's auch. Tschüss.